Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge. Besonders begrüßen darf ich wieder Pater Karl Wallner, den Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke Missio in Österreich, der auch Professor für Dogmatik ist an der Hochschule des Stiftes Heiligenkreuz vor den Toren Wiens. Pater Karl, am 25. März hat Papst Franziskus Russland und die Ukraine dem unbefleckten Herzen der Gottesmutter Maria geweiht in Verbindung mit vielen Bischöfen. Diese Weihe war eingebunden in eine große Bußliturgie. Papst Franziskus ist ja selber auch in den Beichtstuhl gegangen, hat selber gebeicht, ist dann in den Beichtstuhl gegangen. Und er hat in der Ansprache tolle Dinge gesagt über die Beichte. Zum Beispiel, wer zum Beichten geht, der geht zum Herrn. Und wer zum Herrn geht, das sei das wirksamste Heilmittel gegen jede Form von Angst und gegen alles Übel in der Welt. Es ist ja so, wenn ich mich entscheide, ich beichte meine Sünden, dann gebe ich nicht auf, sondern gebe ab. Die Menschen mögen mich verurteilen, Gott verurteilt mich nicht mehr. Ja. Es gibt ein neues Leben für mich, eine neue Perspektive. Es geschieht tatsächlich bei der Beichte etwas ganz Einzigartiges, dass nämlich die Qualität von Handlungen, von Taten, die negative Qualität, vernichtet wird. Schöpfen, also aus dem Nichts hervorbringen und ins Nichts zurückführen, kann allein Gott. Wir sehen das auch an uns psychologisch, wenn du irgendwas Böses getan hast, ja, das tut dir nachher leid, du kannst es aber nicht ungeschehen machen. Also es bleibt das da und auch wenn dann Vergebung geschehen ist, bleibt es vielleicht in der Erinnerung. Das ist eine große Belastung für Menschen, die zum Beispiel eben jetzt dann darunter leiden unter Dingen, die sie zwar gebeichtet haben, aber die noch psychologisch anwesend sind. Für Gott aber wird die Sünde mit der Reue und der Lossprechung getilgt. Also die Beichte vernichtet, annihiliert, wie man das also mit der mittelalterlichen Diktion der Theologie sagen kann. Nihil heißt nichts und annihilieren heißt, wird ins Nichts zurückgeführt. Also praktisch gesprochen heißt es, wenn du nach der Beichte Gott fragen würdest, kannst du dich noch erinnern, wie ich damals meinen Vater bestohlen habe, wie ich damals meine Frau belogen habe, oder würde Gott sagen, Entschuldigung, ich weiß von nichts. Also jetzt so gesprochen, dass man es gut versteht, ja, damit man das auch mitbekommt, was das bedeutet. Und das gilt für jede Sünde, die vergeben ist, jetzt eben vor Gott, dass sie für Gott nicht mehr existiert. Also die Qualität einer Tat, einer Handlung, eines Gedankens, können ja auch Gedankensünden sein, also die werden von Gott her annihiliert, die existieren für Gott nicht mehr. Und das ist das große Geschenk der Beichte, dass die Sünde, die Christus ans Kreuz getragen hat und dort jetzt eben vernichtet hat, dass diese Sünde keine Gewalt, keine Kraft, keine Wirkung mehr hat, dass sie von Gott her total vergeben ist. Also das größte Geschenk, das es eigentlich gibt, denn wir selber können das nicht. Ich kann jemand anderen zwar verzeihen, aber ich kann die Tat, die er mir getan hat, wann er mir böse ist, ich kann sie nicht ungeschehen machen. Aber von Gott her gilt also eine Vernichtigung, eine Annihilation jetzt eben der Sünde durch die Sündenvergebung in der Beichte. Also die Beichte ist die große Reset-Taste in unserem katholischen Leben, sozusagen ein Neustart. Also du bist, wenn du so computertechnisch drauf bist, dann würde ich sagen, es ist das Antivirenprogramm, ja, oder die Festplatte eines Computers, die virenverseucht ist, wird neu aufgesetzt. Also jeder, der am Computer umtut, der weiß, da braucht es dann Updates, es muss ins Neue gebracht werden, dann gibt es Viren, dann verlangsamen sich die Programme. Das ist eigentlich ein schönes Bild, nicht? Weil wir sehen das ja auch, also die ungebeichteten Sünden, die drücken einem irgendwie nieder, auch wenn sie nicht so, wie soll ich sagen, im Bewusstsein sind, aber es gibt so eine trübe Einfärbung unserer Stimmung. Und also wenn man länger nicht beichten war, also dann ist es wie, als hätte man Dauerbewölkung, ja, also im Leben. Und deshalb ist, wenn man beichten geht, dann ist es wie der Sonnenschein. Also jetzt sind wir beim Wetter als Vergleich, ja, oder eben jetzt als, was hast du gesagt, das Reset,
Also, dass man das Ganze wieder neu aufsetzt. Und das ist sakramententheologisch auch wirklich richtig, denn das eigentliche Sakrament der Sündenvergebung ist ja die Beichte. Also in der Beichte wirst du neu geschaffen, kann man sagen. Du wirst von einem Menschenkind, das auch schon der Geschöpfung nach Kind Gottes ist, zu einem Kind Gottes in der Ordnung der Erlösung. Du wirst Sohn im Sohn, du wirst Adoptivsohn, Adoptivtochter Gottes. Also dein Leben in der Beziehung zu Gott wird völlig neu und damit wird auch die Qualität der Erbsünde vernichtet. Also du bist heilig, ja, mit der Taufe und das nach der Taufe dann geschehen eben Sünden des Getauften und die Beichte bringt einen wieder in den Zustand, den man hatte, als man die Taufe empfangen hat. Also man geht wieder in die Taufgnade hinein. Also wenn du aus dem Beichtstuhl rauskommst oder aus dem Beichtzimmer, wenn du mit der Lossprechung jetzt eben beschenkt worden bist, dann bist du neugeboren wie ein neugetauftes Baby jetzt eben vor Gott. So könnte man sich's vorstellen. Sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Herr Pater Wallner, zu der Bibelstelle aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer 5,20, wo jedoch die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade übergroß geworden, möchte ich bitten, ob Sie diese Stelle auslegen könnten auf die heutige Zeit, insbesondere den letzten Teil, da ist die Gnade übergroß geworden. Vielen herzlichen Dank im Voraus für Ihre Hilfe, mit freundlichen Grüßen. Also Römerbrief 5 ist die Magna Carta der Erbsündenlehre des heiligen Paulus. Die ist ganz wichtig auch für das Konzil von Trient, dass ja Martin Luther widerspricht. Martin Luther hat gesagt, also dass die Sünde so mächtig ist, die Erbsünde so mächtig ist, dass der Mensch immer vom Teufel geritten ist. Martin Luther hat eine sehr negative Anthropologie und das zieht sich dann noch weiter fort im ganzen Protestantismus, wo man immer so eine Konkurrenz zwischen dem Menschen und zwischen Christus hat. Ja? Also der Mensch bleibt immer Sünder bei Luther und Christus wirft seinen Gnadenmantel herum. Und das Konzil von Trient, also bezieht sich auf Römer 5, dort wird eben jetzt der alte Adam, also der Adam, also der erste Mensch, also eine, wie nennt man das, ein Pars pro Toto, also typisch für das semitische, jüdische, orientalische Denken, wo du sagst, der Ägypter, der Israelit, so wie wir sie auch haben, der Deutsche, der Österreicher, der Ösi und so weiter. Also so wird dort, Adam ist der Mensch. Ja? Also Adam steht für den Menschen und der alte Mensch, der jetzt die Freiheit missbraucht, dann in die Sünde jetzt eben geht. Und Christus ist der neue Mensch und Paulus bringt diese Erbsündenlehre dort eigentlich nur, weil er die Erlösung Christi schildern will. Also der ganze Römerbrief ist darauf angelegt, den Römern, an die er schreibt, der ist auf dem Weg nach Rom und er möchte sich dort vorstellen in der Gemeinde von Rom und er schreibt denen und macht das kluger Rabbiner, möchte er so das Szenario zeigen, was eigentlich Christus jetzt eben bringt. Und er braucht den alten Adam vor allem als Negativfolie, als den dunklen Hintergrund, um das Licht des Erlösers Christi jetzt eben strahlen zu lassen. Und wir haben dann eben in Römer 5,20 diesen Vers, ubi abundavit peccatum, ibi super abundavit gratia. Also wo die Sünde mächtig geworden ist, dort ist die Gnade übermächtig geworden. Im Griechischen ist ja noch schöner, da kommt das schöne Wort hyper vor, hyperreperissaisan heißt dort im Griechischen, also mega giga hyper, ja, ist die Gnade geworden. Und das ist auch sehr wichtig für unser Verständnis, die Erlösung bringt uns in einen höheren, besseren Zustand, ja, als wir hätten, als wenn wir nicht gesündigt hätten, ja. Also das muss man immer dazu sagen. Die Mutter Gottes ist erbsündlos, so wie auch Eva und Adam erbsündlos waren. Aber ihr immakulater Sein, ihr ohne Erbsünde Sein, ist ein Plus, ja, weil sie es ist durch die Erlösung Christi. Und deshalb singen wir auch in der Osternacht, nicht? Also das ist ja sehr gewagt, nicht? Also im Exultet, im Lobpreis auf die Osterkerze, die dann für den auferstandenen Christus steht, heißt dann eben Felix Culpa, o glückselige Schuld des Adam, welch großen Erlöser hast du gefunden. Also es ist die Dialektik, also es ist dieses Geheimnis jetzt eben der Erlösung, dass Gott die Sünde, die ja so zerstörerisch ist, wir sehen sie an den Kriegen, an der Gewalt, an dem Bösen, was wir haben, aber dass Gott die Sünde verwenden kann, damit wir in eine
tiefere, intensivere Form eben der Beziehung zu ihm kommen. So handelt eben Gott, und das hat er getan durch die Hingabe seines Sohnes am Kreuz. Eine größere Liebe, heißt es in Johannes 3, eine größere Liebe hat niemand. Und die Sünde wird zum Instrument, dass eben Gott in der Erlösung seine Liebe im Komparativ gibt. Also mit einem Plus mehr Liebe. Ja? Also wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist ein Hyper, da kommt ein Hyper der Gnade jetzt eben dazu, durch den Erlöser Jesus Christus. Du hast das Ganze jetzt natürlich richtigerweise gedeutet auf die Erlösung überhaupt hin, aber man kann ja das auch im Rahmen der Beichte so erfahren. Papst Franziskus hat zum Beispiel in seiner Ansprache an diesem 25. März 22 dazu eingeladen, die Beichte als Sakrament der Freude zu entdecken. Er hat gesagt, bei der Beichte, da geht es gar nicht so sehr, eine überraschte Aussage, um unsere Sünden, sondern vor allem um die Vergebung Gottes. Es geht nicht in erster Linie, natürlich auch, aber nicht in erster Linie, um unseren Schritt auf Gott zu, sondern, Papst Franziskus hat es so formuliert, es geht vor allem auch um die Umarmung Gottes, die in der Beichte dann passiert. Also eine Deutung der Beichte für das Wort, wo die Sünde groß geworden ist, da ist die Gnade übergroß geworden. Und manche spüren das ja auch nach einer Beichte, als ob sie so gedrückt worden sind, umarmt worden sind, neu angenommen worden sind und wieder ganz neu durchstarten können. Also diese praktische Umlegung ist sehr, sehr wichtig jetzt eben, nicht? Weil das kann jeder ja mitvollziehen. Wie ich gesagt habe, also Gott verwendet die Sünde, um uns in einen besseren Zustand zu bringen. Man darf es nur nicht so deuten, dass man sagt, aha, jetzt sündige ich lustig, damit ich dann noch näher bei Gott bin. Nein, so ist es nicht. Also wir müssen die Sünde meiden, wir müssen sie hassen, wir müssen sie verabscheuen, wir müssen die Gelegenheit jetzt eben meiden. Ja, also die Sünde ist zerstörerisch und das spürt ja auch jeder. Wenn er was Böses getan hat, irgendein Beispiel, ja, du beleidigst jemanden, den du liebst jetzt eben, du kränkst jemanden, du betrügst jemanden, du bist intrigant oder so, dann tut es dir irgendwann sehr leid, es drückt dich nieder, es macht dein Leben unschön. Ja, also es ist ja auch, die Sünde macht wirklich etwas mit einem, sie zieht einem runter, wie es in der deutschen Sprache jetzt eben auch heißt. Ja. Und dann eben, dann ist es aber durch die Beichte, durch die Sündenvergebung, durch Christus, also die Beichte aktiviert ja das, was Christus am Kreuz gewirkt hat für dein Leben, und das kannst du psychologisch auch erfahren, wenn du dann beichten gehst, ja, dann hast du nicht bloß den Zustand vor der Sünde, sondern du hast dieses Plus der Freude, ja, dass du aus einem Zustand des Niedergedrückten, des Niedergeschlagenseins, des Verzweifeltseins wegen deiner eigenen Sünde, dass du in eine große Freude jetzt eben kommst. Also da rede ich jetzt ein bisschen so für die Leute, vielleicht schauen ja Leute zu, die länger nicht beichten waren. Und ich freue mich übrigens, dass ja nicht wenige geschrieben haben, da, seit wir die Stunde der Seelsorge haben, dass sie sich aufgrund irgendwelcher Vorträge auch wieder getraut haben, zur Beichte zu gehen und so weiter. Und die dann voll Glück jetzt eben schreiben, dass sie dieses Sakrament wieder entdeckt haben. Weil meistens ist ja nur die Feigheit und wir meinen, wir können schon selber damit fertig werden und wir schaffen das schon selber. Nein, schaffst du nicht. Ja. Die Sünde kannst du nicht wegschaffen. Ja. Die Sünde schafft dich, ja, sie macht dich nieder. Ja. Aber eben dann die Erfahrung, wenn ich dann dieses Wort Christi gehört habe, dass der Priester stellvertretend entspricht, dann bist du in einer größeren Freude, als wenn du nicht gesündigt hättest. Aber noch einmal, also bitte aufpassen, ja. Also man hat den Luther ja auch so interpretiert, dass er gesagt hat, sündige ordentlich und glaub noch ordentlicher. Also so meinen wir es nicht, sündige ordentlich und dann gehst du halt beichten. Also das ist absolut nicht katholisches Verständnis. Vor der Sünde, die Sünde meiden, die Sünde hassen, bitte aufpassen, ja wirklich. Also weg, jede Gelegenheit zur Sünde meiden. Wenn es dann aber doch passiert, ist es nicht die Tragödie, dann trau dich bitte in der Reue zur Beichte zu gehen und du wirst dann erleben, wie das Ganze dich in eine höhere Beziehung zu Gott und damit auch in die Freude bringt. Wir Katholiken kennen ja die Beichte als eines der sieben Sakramente. Man geht zum Priester, bekennt seine Sünden, bereut und bekommt die Lossprechung, startet man neu. Und wir haben ja immer wieder Zuschriften, Pater Karl, wo die Leute uns schreiben, ja, dass sie das nicht so einsehen, dass man das eigentlich beim Priester als Vermittler machen soll. Wieder so eine Zuschrift. Lieber Herr Pfarrer Thomas Maria Rimmel und lieber Herr Pater Karl Wallner, in der Heiligen Schrift steht, dass wenn ich aufrichtig meine Sünden Gott bekenne, er gütig ist und mir sie vergibt. Von einem Vermittler ist dort nicht die Rede. Auch wenn immer wieder gesagt wird, dass den Aposteln das Vermächtnis der Sünden vergeben
der Sündenvergebung anvertraut wurde. Allein von Priestern ist in der Heiligen Schrift nicht die Rede. Die gesamten Gläubigen sind Priestertum und Königtum. Wenn ich zerknirscht von Herzen und aus vollkommener Reue bereue, dann wird Gott mir vergeben. Da bin ich mir zu 100% sicher. Mit freundlichen Grüßen. Ich habe die Zuschrift ein bisschen gekürzt. Ja. Also da steckt halt sehr viel Verdrehung und falsche Auffassung drinnen. Also das stimmt halt einfach nicht. Ja. Also dass wir sind alle im gemeinsamen Priestertum. Also das ist ganz wichtig. Also Frauen, wir haben Frauenpriestertum schon immer in der Kirche. Und zwar durch die Taufe, durch die Firmung, weil das ist das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen, wo es keine Unterschiede gibt. Das Dienstpriestertum ist aber ganz eindeutig eben jetzt von Christus eingesetzt. Lukas-Evangelium, wer euch hört, hört mich. Er sagt zu den Aposteln beim Abendmahl. Also die Zeugnisse der vier Einsetzungsberichte sind klar, da sind nur die 12 dabei. Wir haben es dann am Ostermorgen, wo wieder eben jetzt die 11 angesprochen werden, empfangt den Heiligen Geist. Also bitte, da würde ich Sie bitten, wenn Sie so schreiben, dass Sie nicht da einfach, wie soll ich sagen, irgendwelche Bibelstellen aussuchen und die anderen weglassen, weil am Ostermorgen sagt Jesus eindeutig, und das ist ja auch so, er wirkt die Erlösung durch das Kreuz. Also das Kreuz, das eine Opfer Christi, ist universal. Es ist ein Geschenk für alle Menschen. Jesus meint alle, die er da ans Kreuz trägt oder deren Sünden er ans Kreuz trägt. Und dann steht er am Ostermorgen bei den Jüngern und haucht sie mit Heiligen Geist an. Bitte, das ist eine sündhafte Gemeinschaft, muss man auch sagen. Wir haben ihn gerade verraten. Ja, also wir sind keine, wir halten uns absolut nicht für heilig, gnädiger Schreiber oder gnädige Frau. Also wir sind einfach nicht. Priester müssen auch beichten gehen. Bischöfe gehen beichten, der Papst geht öffentlich beichten, ja, damit alle das sehen, dass wir das brauchen. Ja. Aber jetzt eben, er übergibt das, was er am Kreuz gewirkt hat, uns Schwachen, ja, in einem Dienstamt eben, empfangt den Heiligen Geist, dem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, dem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Ähnlich Parallelstelle wäre dazu eben Matthäus Evangelium 18, Vers 19, wenn ich mich jetzt nicht genau da, also 18 stimmt auf jeden Fall. Bitte einfach dort nachlesen und nicht sagen, es gibt kein Priestertum und wir können das schon selber ausmachen. Ein Wahrheitselement in dem Schreiben ist, ich muss auch das Positive sagen, die Lossprechung, ja, ist nicht so wichtig wie die subjektive Reue. Das ist ganz wichtig, weil wir haben bei der Beichte eine Besonderheit bei den Sakramenten. Normalerweise, ja, ist der Spender eines Sakramentes der, der beides setzt, nämlich die Handlung. Wir haben ein Sakrament bestimmt immer aus einer Handlung und aus einem Wort. Wir nennen das in der Fachsprache Materie. Materie heißt in dem Fall Handlung, ist halt so, kommt von Aristoteles. Also Handlung und das andere ist das Wort, das dazukommt. Also übergießen mit Wasser ist die Handlung und dann eben das Wort, ich taufe dich im Namen des Vaters und so weiter. Das wird normalerweise von einer Person ausgeführt. Das ist dann der Taufspender oder der Firmspender oder eben jetzt und so weiter. Aber bei der Beichte haben wir eine Aufteilung auf zwei Handelnde. Ja? Es ist nämlich der Beichtende und der muss eine Handlung beisteuern und diese Handlung ist in dem Fall die inneren Reueakte. Ja, also der Beichtende bringt die Reueakte und der Priester, der sakramental geweihte Priester, bringt das Wort Christi, das Wort der Lossprechung. Ja, und jetzt ist ganz entscheidend, die Reueakte des Beichtenden sind wichtiger als die Lossprechung des Priesters. Ja, das ist hier wirklich, deshalb wird der Priester auch nicht genannt der Spender der Buße, ja, sondern der Verwalter des Bußsakramentes. Also wenn der Beichtende nicht wirklich bereut, wenn dann etwas da ist, ja, dann kann der Priester alles Mögliche sagen, es geschieht nichts. Ja. Und wenn ein Priester nicht vorhanden ist und wenn aber der Wille da ist zur Beichte, dann sagt die Kirche ganz klar, die Reueakte wirken in sich die Vergebung der Sünden. Ist ein bisschen kompliziert, aber ist das Wahrheitselement dieses Schreibens, weil wir Priester sind bei diesem Sakrament nicht so wichtig wie bei den anderen Sakramenten. Es ist deine Reue, deine Bußwilligkeit und Gott hat, wenn jemand bereut, immer seine eigenen Wege der Vergebung. Aber dann einfach zu sagen, na, es gibt kein Bußsakrament, es gibt keine Priester und meistens ist es ja nur psychologischer, weil man vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat mit der Beichte oder weil man so die Vorstellung hat, da sitzt jetzt einer und möchte unbedingt neugierig werden. Da habe ich schon ein paar Mal gesagt, ja. Also so aufregend sind eure Sünden nicht, weil es eben nur 10 Gebote gibt. Also bitte, dem möchte ich schon widersprechen. Also wir können aus dem Wort Christi nicht raus, der eben seinen Aposteln
diese Verwaltung anvertraut hat, damit wir auch die Gewissheit haben, dass wir losgesprochen werden. Aber eben, wie gesagt, richtig ist, ich muss bereuen, also ich muss etwas leisten, dass ich mich von meiner Sünde distanziere. Und das muss ich innerlich jetzt eben haben, damit ich die Sündenvergebung bekommen kann. Pater Karl, zwei Anmerkungen. Die eine ist, also die Rede allein von Priestern ist in der Heiligen Schrift keine Rede. Vorher haben wir einfach gesagt, die Bischöfe sind die Nachfolger der Apostel und die Priester sind die Nachfolger der Jünger, die praktisch mit den Aposteln dann wirken und sozusagen die Sakramente spenden. Ich weiß nicht, ob du das so stehen lassen kannst. Und dann das eine nochmal, muss er vielleicht auch mal nochmal sagen, am Anfang, ursprünglich, stand ja die öffentliche Buße. Diese Privatbeichte hat sich ja später durchgesetzt und eigentlich würde ich die Privatbeichte, also ziehe ich die Privatbeichte einer öffentlichen Buße vor. Es ist jetzt sehr komplex, weil erstens also diese Ausgestaltung jetzt eben der Ämter, die wir also zuletzt beim Zweiten Vatikanischen Konzil, wir haben das eine Sakrament der Weihe und das gibt's in drei Stufen, nämlich Bischofsamt und Priesteramt, beide bilden das sogenannte Presbyterium und dann gibt's noch die dritte Weihestufe, die auch ein Prägemal gibt, das ist das Diakonat. Also das ist komplex, da gibt's verschiedene Theorien, auch in den biblischen neutestamentlichen Schriften verschiedene Traditionsstränge, wie sich die Presbyter und so weiter und die Diakone zum Episkopat und so weiter verhalten. Das würde eine eigene Vorlesung jetzt eben erfordern. Aber was war jetzt die Frage? Moment, Entschuldigung. Jetzt habe ich wieder den Haupt. Allein von Priestern sei in der Bibel nicht die Rede. Ja, also das stimmt nicht. Ja, wir haben das Amt, also in dieser Weise, wie wir es heute dogmatisch ausformuliert haben, ist in Nutze einfach da in den neutestamentlichen Schriften. Und wir brauchen den Priester jetzt eben als Repräsentanten Christi. Das, was das Konzil von Trient sagt, ist, dass Christus beim letzten Abendmahl zwei Sakramente einsetzt, mit dem tut dies zu meinem Gedächtnis, nämlich eben das Sakrament der Eucharistie und das Sakrament des Priestertums, das eine Repräsentanz seiner Hingabe im Dienst, letzte Wort bei der Priesterweihe, wo einem Kelch und Patene übergeben werden für die Feier des heiligen Opfers, nicht, wird dem Priester gesagt, dass sein Leben dieser Hingabe, dieser Opferhingabe Christi jetzt eben gleichen soll. Und das ist eben das Wesen des katholischen Priestertums. Aber da war noch was, ich habe das leider wirklich vergessen, ich bin heute ein bisschen... Ursprünglich stand die öffentliche Buße und später kam erst die Privatbeichte. Ja, also ich bevorzuge die Privatbeichte. Thomas, das war aber auch nicht so, ja, weil man hat das auch, also es gibt ja diesen 9. Band von Rana über die Entwicklung des Bußsakramentes von seinen gesammelten Schriften und die Exhomologese, also das öffentliche Bekenntnis, das hat's gegeben, aber im Normalfall erfolgte bis zum 6. Jahrhundert ein Ausschluss aus der Gemeinde, der dann endete nach einem Bußverfahren mit der Wiederaufnahme, also mit der Versöhnung, mit der Vergebung der Sünden. Das waren bekannte Sünden. Ja, das waren ja nur drei Sachen. Das war Mord, das war Ehebruch und das war Glaubensabfall. Und das war meistens öffentlich. Und das hast du nicht bekennen müssen, sondern da war klar, also in diesen kleinen Gemeinden, da ist jemand apostasiert, der hat den Glauben verraten in einer Verfolgung oder so, oder der hat jetzt eben die Ehe gebrochen, das war bekannt, ja, und in den seltensten Fällen hat sich der da vor die Gemeinde hinstellen müssen und da seine Sünden bekennen müssen. Der ist zum Bischof gegangen oder man ist zur Gemeinde, hat sich mit dem Kontakt aufgenommen, dann gesagt, wenn du wieder bei uns sein möchtest, wenn du wieder in der Communio, in der Gemeinschaft sein möchtest, am Gottesdienst teilnehmen möchtest, dann musst du ein 2-3-jähriges Bußverfahren machen und dann erfolgte am Schluss die Rekonziliation, also die Wiederaufnahme. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass die dann, das hat man bei manchen Charismatikern und Freikirchen, dass man da öffentlich jetzt eben seine Sünden bekennt. Also das war manchmal, aber nicht immer, sondern das war eine ganz andere Form, wie damals das Bußsakrament gelebt worden ist, wie die Kirche noch klein war. Das funktioniert dann im 5., 6. Jahrhundert schon überhaupt nicht mehr. Und dann besteht das
entsteht das Bedürfnis der Gläubigen zum persönlichen Gespräch. Man geht zu den Mönchen in den irischen Klöstern oder in den ostkirchlichen Klöstern und dann entsteht daraus eben die Privatbeichte, wie wir sie heute jetzt eben haben, die man auch öfters empfangen kann, weil diese erste Form der Buße, die hat man nur einmal im Leben empfangen können. Und wenn du dann ein zweites Mal einen Ehebruch gemacht hast, nachdem du schon wieder versöhnt warst, dann war das nicht mehr möglich bis zum Tod. Oder auch Priester, Kleriker, die eine schwere Sünde begangen hatten, konnten nicht wieder jetzt eben ihr Weiheamt jetzt eben ausüben. Und dann entsteht eben die Wiederholungsbeichte im 6., 7. Jahrhundert. Aber das würde einige Vorlesungen erfordern dazu. Ja. Aber es ist schön, dass euch dafür interessiert. Guten Tag, Patres. Pater Karl ist ein Pater, ich bin Diözesanpriester. Vor Jahren ist Folgendes geschehen. Die Mutter eines Benediktinerpaters stirbt, als ihr Sohn im Kloster in den 40er Jahren ist. Der Sohn hält die Totenmesse am Heimatort, beerdigt seine Mutter und kehrt in sein Kloster zurück. Eine Woche später gesteht er dem Abt, dass er eigentlich nie Mönch werden wollte und nur der Mutter zuliebe ins Kloster gegangen sei. Nun möchte er sofort austreten und das Leben beginnen, das für ihn stimme. Und so kam es. Wie steht es nun um all die Handlungen dieses Paters in Sachen Gültigkeit, Konsekration, Beichten und anderes mehr? Was muss man da dem Gottesvolk erklären, wie es beruhigen? Vielen Dank und freundliche Grüße. Ja, also hier gibt es eine theologische Klärung durch den heiligen Augustinus, der die berühmte Formulierung bringt, wenn Petrus tauft, tauft eigentlich Christus, wenn Paulus tauft, tauft eigentlich Christus und auch wenn Judas tauft, tauft eigentlich Christus. Das heißt, der eigentliche Spender der Sakramente ist immer Christus selbst und der Priester ist nur der sekundäre Spender. Also wir werden ja durch unser Weiheamt, Priester gibt es eigentlich nicht im Plural. Es gibt nur den einen Priester, den einen hohen Priester, Jesu Christi und der geweihte Ordinare, ja, heißt es auf Lateinisch, wird hineingeordnet, ja, also in dieses Sein, Dienstsein, in dieses priesterliche Fürsein Christi, für sein Volk. Und er vollzieht deshalb in seiner irdischen Existenz jetzt eben die göttlichen Akte Christi, also er gibt denen Ausdruck. Und deshalb ist es für uns null Problem, ob jetzt ein Priester sündhaft ist, ob er Glaubensdefizite hat oder ob er dann später sein Priestertum aufgibt. Was machen die in Amerika, wo es diesen Kardinal gibt, der, glaube ich, der mit Missbrauch und so weiter, den der Papst dann auch sogar also in den Laienstand rückversetzt hat. Ja, also ich habe jetzt den Namen vergessen. Aber alle, die der zu Priestern geweiht hat oder zu Bischöfen geweiht hat, sind gültig geweiht, weil es hat Christus gehandelt durch ihn. Ja, also das ist das Geheimnis eben jetzt, dass die Sakramente nicht menschliche Produkte sind, ja, sondern das Wesen der Sakramente ist, dass hier ins Irdische hinein mit irdischen Mitteln, bei der Taufe zum Beispiel Wasser und so weiter, bei der Firmung Chrisam und bei der Weihe eben jetzt, das sind es Menschen, die gleichsam hier sakramentaler Ort der Gegenwart Christi, des Handelns Christi werden, dass Christus selber wirkt und deshalb ist es null Problem. Und zu diesem Fall möchte ich auch noch sagen, weil ich in meinem Kloster vor Zeiten, wie ich eingetreten bin, auch einen ähnlichen Fall hatte, wo eine Mutter sich überwünscht hat, dass ihr Sohn Priester wird. Und der durfte danach in den Laienstand und heiraten, weil das eindeutig jetzt eben klar war, dass da eine psychische Unfreiheit einfach da war. Und also solche Sachen, nur das gibt's heute fast nicht mehr. Im Gegenteil, also wie ich bei den Berufungen erlebe, leiden die Eltern meistens sehr darunter. Auch meine haben am Anfang, also geschaut, ja, wie ich Priester werde, dann aber haben sie es gerne angenommen. Und aber heute ist eher umgekehrt. Also da muss man auch bei der Berufung immer schauen, kommt der wirklich frei? Ja, also ist da ein überfromme Elternhaus dahinter, die das zu sehr, wie soll ich sagen, dem jetzt eben auflegen. Also das auch noch zu diesem Thema. Am Ende dieser Sendung möchte ich noch auf ein Wort eingehen, das Papst Franziskus auch in seiner Ansprache am 25. März 2022 erwähnt hat. Ein Wort des heiligen Augustinus, das im Petersdom über einem Beichtstuhl steht. Wunderschöne Worte. Von dir weggehen heißt fallen. Zu dir zurückkehren heißt aufstehen. In dir bleiben heißt bestehen. Pater Karl, vielleicht kannst du das in ein Gebet und den Segen hineinnehmen.
Ja, ist ein schönes Wort, was ich nicht kenne. Ja, bei der Beichte von Augustinus fällt mir immer das Wort ein Etiam Peccata. Auch die Sünde, ja, wird von Gott verwendet, um unser Heil zu wirken. Ja, Etiam Peccata. Auch die Sünden. Herr Jesus, wir danken dir, dass durch deine Erlösung die Gnade übermächtig geworden ist. Wir bitten dich, nimm einfach von den Gläubigen wieder weg, dieses sich selbst ausreden, dass man zur Beichte gehen muss und das sich selber ausmachen, weil es einfach nicht stimmt und weil es so viel Gnade wegnimmt für unser eigenes Leben und für das Leben der Kirche. Gib uns den Mut, gut zu beichten, und gib uns auch Priester, die bereit sind, das Bußsakrament zu verwalten, damit wir frei und rein und schön vor dir stehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige, gütige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch, auch Ihnen für Ihre Zuschriften, für Ihr Dabeisein bei dieser Sendung. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben behüten, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, und Frieden, Frieden für die ganze Welt.